Falls du auch gerne mal Lego Designer spielen möchtest, hast du jetzt die ultimative Chance dazu, denn Lego hat es uns ermöglicht, dass wir das nächste Lego Ideas Set auswählen. Ja, passend zum 10-jährigen Jubiläum von Lego Ideas gibt es jetzt die Möglichkeit für uns Fans bei Lego Ideas abzustimmen zwischen 4 verschiedenen Projekten, die dann am Ende wirklich ein Lego Ideas Set werden, was wir dann auch im Laden kaufen können. Diese ganze Abstimmung geht bis zum 4. Juni 2019 und ich zeige euch jetzt mal, welche Sets es da denn zum Abstimmen gibt. Als erstes haben wir den Small Yellow von Nathan Savaya. Das ist eigentlich einfach eine Lego-Statue. Und diese Lego-Statue besteht eigentlich aus ganz normalen Basic Bricks. Und die reißt sich so ein bisschen den Brustkörper auf. Und aus diesem Brustkörper kommen dann ganz viele Lego-Steine raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht wirklich mein Favorit. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Von daher ist vielleicht für euch auch noch was bei den anderen Projekten dabei. Und zwar gibt es noch ein Sega Classic Card Machines Set, oder ein Ideas Entwurf. Da haben wir dann verschiedene Card Machines dabei. Einmal den Space Harrier, den Outrun und den Thunderblade. Und dazu gibt es dann noch mehrere Minifiguren. Einmal den Yu Suzuki, das ist ein Sega Game Designer. Und außerdem noch 2 Fans von Sega. Finde ich eine ziemlich coole Idee, muss ich sagen. Wobei ich damit auch nicht so viel anfangen kann. Außerdem gibt es dann noch von Disney halt den Stitch von Lilo und Stitch. Und das ist halt dieses blaue Monster, sage ich mal. Das gibt es jetzt auch bei den neuen Lego-Minifiguren von Disney. Finde ich auch ein interessantes Projekt. Ich finde, der sieht mal nicht nach einem Mech aus und bei dem sieht man auch nicht wirklich die Gelenke. Und außerdem gibt es dann noch ein weiteres Lego Space Set und zwar die International Space Station. Ich würde auch mal vermuten, dass es auf die dann wahrscheinlich am Ende herausläuft. Und da haben wir halt die ISS Space Station. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen nervt es mich jetzt langsam mit dem ganzen Space. Es kommt wirklich sehr viel Space raus. Aber für andere Fans ist das sicherlich was Gutes. Und von daher bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, die Space Station sieht schon cool aus. Und die Arcade Machines finde ich auch cool. Und Stitch würde ich auch gerne sehen, wie er dann umgesetzt wird. Aber nichts, was mich jetzt wirklich vollkommen vom Hocker haut. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr dazu denkt und viel Spaß beim Abstimmen und ciao.